Herzlich willkommen bei der Firma ProHandling. Ich begrüße Sie heute zu einem neuen Video. Heute sind wir nicht allein, heute haben wir was ganz Besonderes. Wir machen heute ein Referenzvideo. Wir sind bei der Firma BAM GmbH in Weiden in der Oberpfalz. Diese haben jetzt seit anderthalb Jahren unsere Gewindeschneidmaschine Roskammer Tiger, schneiden damit fleißig und viele Gewinde. Und neben mir steht der Herr Heimer. Und ich freue mich, dass er gleich mal vorführt, wie die Arbeit ist mit der Maschine. Herr Heimer, hauptsächlich, was für Gewinde schneiden Sie mit der Maschine? Also wir schneiden in der Firma hauptsächlich von M2 bis M16. Die Maschine wird auch noch größer gehen, ja. Aber unser Bereich ist so M2 bis M16, okay. Was wir eigentlich regelmäßig schneiden. Ja. Und in welche Materialien sind das dann? In alle, also das heißt Aluminium, Edelstahl und Stahl. Mhm. Mhm. Und oft auch gelasert dann. Ja, natürlich. Genau. Ja, und was ich hier sehe, Sie schneiden nicht nur vertikal, sondern auch horizontal. Ja, natürlich. Okay. Das ist eigentlich das, wo die Maschine eigentlich mit ausmacht, was ich persönlich super finde. Vertikal, horizontal, ist also echt vom Gewindeschneiden her wirklich eine klasse Maschine. Okay, sehr schön. Wollen Sie uns kurz mal zeigen, ja, wie Sie mit der Maschine arbeiten? Also ich habe jetzt da Gewindeschneider M6. Ja. So, das wären jetzt so die M6er Gewinde. Ja. Stellen wir das mal um. Was ich auch super finde, der Schnellverschluss, also ist wirklich klasse. Auf M5. Was machen Sie da gerade jetzt bei der Maschine? Die Tiefenbegrenzung einstellen. Ja. Die Tiefenbegrenzung einstellen. Arbeiten Sie viel mit der Schnitttiefenbegrenzung? Ja, schon. Also weil man kann ja einstellen, dass er nicht zu tief eintaucht und dann automatisch wieder zurückfährt dann. Ja. Und das ist also echt gut. Okay. Ein bisschen zu wenig. Und wie gesagt, bei einer bestimmten Tiefe fährt die Maschine dann automatisch wieder zurück und das ist also wirklich praktisch. Also schneidet man auf jeden Fall das Gewinde dann auch immer tief genug? Ja, natürlich. Ich habe früher auch viel mit Bohrmaschinengewinde geschnitten, aber seit wir diese Maschine haben, ist also echt klasse, muss ich wirklich sagen. Also ist wirklich so, also da ist wirklich toll, also klasse. Kann man nicht anders sagen. Ja. Was mir bei Ihnen auch gut gefällt, also standardmäßig haben wir ja auch so Gewindeschneidtische im Angebot. Sie haben hier eine Siegmund Workstation, ist das, verwendet. Mhm. Und auch wie das befestigt wurde, Sie haben sich da selbst eine Platte gemacht. Auf der Platte ist der Fuß der Maschine befestigt. Dadurch kann man die Maschine auch leicht mal hier verschieben und an einer anderen Position befestigen. Ja. Das ist eine schöne Sache. Das haben wir uns also so gemacht und es ist eigentlich eine sehr praktische Lösung. Man kann es schön ablegen und wie gesagt, man kann auch das Ding verstellen, wie man es dann gerade braucht und ist echt praktisch. Ja. Also. Genau. Ansonsten, was gefällt Ihnen besonders an der Maschine? Das vertikal, horizontal schneiden, wie wir schon gesagt haben. Dass man einfach flexibel ist, auch mit dem Arm, dass man einfach einen gewissen Radius hat, wo man einfach auch Gewinde schneiden kann. Die Gewinde Größen, bin ich ja wirklich sehr überrascht von der Maschine, dass man solche, hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass man solche Gewinde wirklich schneiden kann, aber die Maschine schafft es wirklich und ist also wirklich auch kräftig im Durchzug und von der Drehzahl her, das Begrenzen und so, echt gut. Also kann man wirklich nicht sagen. Okay, also würden Sie die Maschine weiterempfehlen? Natürlich könnte ich nur empfehlen, die Maschine. Okay. Ist wirklich super. Sehr schön. Wirklich klasse. Gut, dann bedanke ich mich jetzt bei Ihnen, dass wir das Video nochmal mit Ihnen drehen durften. Kein Problem. Und dass Sie die Maschine so gezeigt haben. Ja. Okay. Vielen Dank. Das war jetzt unser kleines Referenzvideo. Wir sind hier bei der Firma BAM GmbH in Weiden in der Oberpfalz.
Wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie auch Interesse an so einer Maschine haben oder die mal live zu testen oder für eine Vorführung, schreiben Sie uns gern entweder Kommentar unter das Video oder an die E-Mail-Adresse. Vielen Dank, liebe Grüße von ProHandling.